Tja, meine Damen und Herren, wir sind wieder auf Rankle unterwegs und erraten wieder Ränge. Wir haben wie immer drei Fälle oder drei Clips, schauen sie uns an und erraten dann eben, was für einen Rang der gezeigte Spieler wohl so hat. Und ja, heute wird auch wieder ein YouTube-Giveaway aufgelöst und ein neues gestartet. Aber gucken wir erstmal die Fälle rein. Let's go. Der Huxi. Ah ja, Zwei Bäder, by the way, ne? Ah, Deutsche. Ich glaube, ich habe den geklärt, aber ich gehe trotzdem nicht rein. Er hört sich natürlich schon mal ziemlich lässig an. Naja, will du nicht, Digga, was ist denn deine Gear-Flagge, Bro? Hast du gerade drei Noscopes gedrückt? Nein, der eine war Noscope, weil der durch Snoke gesneakt ist. Der letzte, aber alle anderen waren Scoped. Left-Hand, der sagt schon mal sehr viel über einen Spieler aus. Wieder mal 66 in 4 mit fucking Farbe. 66, Digga, nice. Ah ja, okay. Ich muss noch mal kurz hier direkt am Anfang reinschauen. Das war echt nice, das war richtig sweet. Ja, und das hier in der Smoke ist jetzt nicht ultra besonders, aber ja, komm. Das ist echt schwierig, weil das könnte, ich würde sagen, ab hier könnte es das eigentlich alles sein. So mehr oder weniger, weil man halt nur diese Scout-Schüsse gesehen hat. Das kann jemand auf DMG zum Beispiel problemlos machen, aber also in Global sowieso. Aber auch auf DMG geht das, die drei Schüsse, die wir jetzt gesehen haben. Jetzt kann man natürlich noch aus dem Gespräch schließen, ob da, also wie der Rank halt von jemandem ist. Er war jetzt nicht gehypt, was die Schüsse anging. Somit kann man halt den Kruschli hinten ausschließen. Wenn ein Silver sowas trifft, dann ist er im Sprachchat wahrscheinlich etwas, glücklicher. Es klang schon sehr nach Routine bei ihm. Von daher würde ich sogar, ich werde jetzt einfach mal eher auf Lem gehen, weil ich glaube, dass er halt doch nicht hier oben steht. Einfach die Hoffnung ist da. Er könnte aber tatsächlich im schlimmsten Fall sogar irgendwie hier liegen. Weil es jetzt halt nicht so besonders war. Wie gesagt, Scout ist eh irgendwie, Ich versuche es jetzt einfach und hoffe ganz fest, dass es klappt. Oh, scheiße. Mann. Ich hätte auf DMG gehen sollen, da hätte ich zumindest einen Stern. Mist. Die erste Intuition war ja, es ist irgendwie hier. Heieieiei. Da habe ich es wohl doch zu gut gemeint. Naja, gut, komm. Kann ja nur besser werden beim zweiten. Zeig, was du kannst, du Köttel. Heieiei, die Aufnahme ist erschrecklich. Oh, ja doch, jetzt nicht so die Kranken. PS. Boah, und auch die Kantenglättungen, alles aus. Weißt du, hier halt auch wieder. Was willst du mit solchen Shots anfangen? Wo war denn? Warte mal ganz kurz. Stopp. Wo sind denn seine Mates? Ich will wissen, warum er da so ganz bestimmt auf den da in der Ecke guckt und nicht irgendwie, also erst gar nicht auf die Idee kommt, dass hier rechts jemand steht, hä? Von der Zeit her. Er geht ja schon sehr bestimmt jetzt hier raus und ballert genau da drauf. Naja. Ja, also das ist jetzt halt auch wieder sehr, sehr schwierig, hier was rauszuschließen. Wir gucken mal kurz am Anfang auf die Map und schauen, ob jemand irgendwie Info für A holt. Es sind noch alle vier live, es ist, ja, sie sind gerade losgelaufen. Also er kann hier maximal in Richtung auf Tetris gucken oder vielleicht da halt zu Bench hin, da geradeaus. Also von ihm aus links, aber mehr sehen die hier nicht. Er klatscht den. Sieht den da hinten, okay. Dödelt den auch weg. Ganz knapp noch geholt. Und geht hier also selbstverständlich raus. Hier könnte einer stehen. Hier könnte einer stehen. Da oben. Auch hier vorne. Unter ihm. Sonst wo. Irgendwo. Hinter ihm auf Scaffolding oder halt auf Wood könnte auch einer stehen. Also worauf ich hier hinaus will, es ist noch nicht mal irgendwie ein starker Read oder sowas, sondern es ist halt einfach pures Glück, dass da nicht irgendwo einer steht, weil er keine Info hat. Außer, die sind die Runden davor immer exakt genau so gestanden, wie Pappfiguren. Weiß ich aber auch nicht. Da ich jetzt aber schon mein Fett weg habe von dem ersten, kriegt ihr auf keinen Fall hier die oberen drei. Also, wenn es hochkommt, DMG, würde ich sagen. Der hat jetzt nicht irgendwie bestimmter gespielt als der andere, ne? Dass man sagen kann, wow, der war ja richtig insane und puff. Da war jetzt eigentlich kein Unterschied. Ich kann halt mein Glück schon schmecken. Ich gehe hier drauf, submitte das und dann ist er Global oder sowas. Aber ich denke, dann könnte man wirklich argumentieren, dass das irgendwie Luck ist, oder? Pures Luck. Jetzt hier das Richtige zu drücken, wenn doch der andere gerade hier war und er sei jetzt Global. Weil der war doch jetzt nie im Leben großartig besser als der aus dem ersten Clip. Ja, wehe, du Sack. Na, hallo, es geht doch. Na, hallo.
Der erste war tatsächlich besser. Alter Falter, guck mal. Es haben sogar einige auf Lem gedrückt und viele auf DMG. Wobei ich jetzt ja meinem Guess auch nicht so extrem weit von DMG weg war. Und tatsächlich viele auch auf Gold. So, letzter Fall für heute. Und hier ist jetzt zum Glück keine Scout dabei. Beziehungsweise zumindest hält er hier am Anfang eine AK. Und ich denke, das ist schon mal einfach besser, das zu beschauen. Scout und AWP ist beides so, ja, das, da kann ein Gold richtig krasse Kills machen, ein Global auch. Das ist irgendwie, ja, muss man halt googeln. Aber AK, ich sag das. Okay, übrigens ekelhafter Sound. Leider hat man hier überhaupt keine anderen Anhaltspunkte, wie viel noch leben, was passiert und so weiter und so fort. Bei Mitte ist noch Aktion, da vorne steht ein Mate. Alles klar. Weil ich habe mich eben schon gefragt, warum er so straight nach da guckt und nicht irgendwie so ein bisschen auch mal kurz Richtung Side oder da oben hin. Aber scheinbar sind seine Mates schon recht weit vor. Ich scroll gleich nochmal, ich guck mir gleich nochmal den First Track an, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Den hat man schön gehört. Ja, 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 bis jetzt auch alles komplett chillig bei ihm hier. Bombe ist bei Ase direkt neben ihm gelegt und, ja, ein 240 km/h Peak. Gruppenmitglied, die sehe ich sehr, sehr oft in letzter Zeit. Ich wollte gerade sagen, ist es rechts sein Mate? Wahrscheinlich ist es sein Mate, ich würde da ja hingucken. Es ist echt dämlich, das zu sehen, ohne die Infos zu haben. Ja, wir gucken mal kurz auf diesen First Track, aber auch der ist wirklich nicht besonders. Er sieht ihn schon, er macht hier 1, 2, 3. Komm, im vierten Schuss holt dann. Warte mal, war das der überhaupt? Ja, okay, er hat den halt da stehen sehen. Der war oben auf den Dingern gestanden. Ich dachte vorhin, das wäre da hinten bei City gewesen. Ja, okay. Also auch hier überhaupt nichts Besonderes. Das ganze Ding. Sehr unbesonders. Die letzten zwei Kills waren halt Headshots. Okay, da ist er halt bei dem einen mit schönem Crosshair-Placement dran. Und hat den gedümpelt. Circa jetzt. Und den anderen halt so, ja. Naja, so wie er ihn halt geholt hat. Also auch hier vermute ich jetzt wirklich kein Global, auch kein Supreme, kein Lem. Eher DMG, würde ich sagen. Es fühlt sich schlecht an. Es fühlt sich schlecht an, hier auf DMG zu gehen. Ich würde sogar lieber hier drauf gehen. Das mache ich jetzt auch. Ich würde sogar fast lieber hier drauf gehen, aber das mache ich nicht. Ich bleibe jetzt der Master Guard in Elite. Ich habe ja immerhin ein Sternchen. Bis jetzt kam es, glaube ich, noch nicht vor, dass ich mit 0 rausgegangen bin, ne? Schlimmster Fall war einer, bester Fall waren 5. Also das war schon gut. Auf, komm, gib mir meine 2 Sterne, du Keck. Oh. Ich hätte noch 1 links gemusst. Eieiei. Komm, zeig mir das Result. Ah ja. Ich habe jetzt zweimal bin ich mit einem raus. Mein Ziel ist es, nie mit 0 rauszugehen. That's my goal. Und bitte mindestens einmal mit 6 Sternen. Das ist schon, also aufkommen, zwingend notwendig. Naja. Ich hoffe, ihr habt besser getippt in den Kommentaren. Ihr könnt einfach immer kurz anhalten, ne, und dann eure Tippung halt abgeben. Das macht ihr sicherlich so, dass es für euch passt. Sudel, jetzt geht es ans heutige Giveaway. Es gab einen Night Terror im ersten Ranktel-Video. Und man musste dort auch einfach nur seine Vermutung bezüglich des Ranges schreiben. Danke für 25 Kommentare. Und diesmal bleibe ich hier oben, dass man den Gewinner besser sieht. Das war natürlich dämlich, dass ich mich da so hingestellt habe. Ich würde denken, der zweite ist Silver Elite, der dritte Supreme. Ist voll die nice Formatidee. Liebe Grüße, kennst du nicht? Vielen Dank für die Grüße zurück. Du bist der Gewinner der Night Terror. Schreib bitte zuallererst in deine Kanalinfo den Trade-Link. Den hast du bereits drin. Sehr schön. Also melde dich dann bitte somit einfach nur noch unter diesem Video hier, dass du halt mitbekommen hast, dass du gewonnen hast als Kommentar. Und dann hau ich dir die Night Terror raus. Und wir starten noch geschwind ein neues Giveaway. Und zwar für alle Katzen- und Hundeliebhaber da draußen. Die AWP Paw. Man nimmt an diesem Giveaway in diesem Video wie folgt teil. Und zwar soll man bitte einmal in die Kommentare schreiben, was für einen Rang man aktuell hat im Matchmaking. Wenn man aktuell keinen hat, kann man natürlich einfach seinen letzten Matchmaking-Rank posten. Ja, das wäre es dann sogar schon wieder gewesen. Denkt bitte dran, dass es aktuell, also diese Woche noch, die AK47 Bloodsport auf Twitch im Giveaway gibt. Die Streamzeiten sind in der Videobeschreibung verlinkt. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Natürlich ist auch mein Twitch-Kanal, der Dummbabbler, verlinkt. Let's go! Vielen lieben Dank, meine Damen und Herren, fürs Zusehen, für die Kommentare, für die Likes. Lass es krachen! Bis zum nächsten Video und natürlich, beziehungsweise oder bis zum nächsten Livestream, also heute Abend 18 Uhr. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.